Hallo, herzlich willkommen in der Reihe von Vegan Backen in den Winter. Ich habe euch ein ganz tolles Rezept mitgebracht, ein würziges, leckeres, ganz, ganz leckeres Rezept. Das könnt ihr auch gerne als Mitternachtssnack oder als Vorspeise oder Beilage nehmen. Und die Zutaten dazu, die gibt es natürlich unten in der Infobox. So, jetzt fangen wir mal an mit dem Teig zubereiten. So, meine Lieben, jetzt sind wir am Ende unseres Vegan-Backen für den Winter mit unserem herzhaften Gebäck. Ich probiere das jetzt für euch aus mit einem leckeren Pesto. Und das ist außerdem die selbstgemachte Pesto von mir. Das gibt es bald auch im Online-Shop, sowie auch meine Bio-Marmelade als ganze Stückchen Orangenmarmelade. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und vergesst mich bitte nicht zu abonnieren, damit ihr auch nicht diese leckeren Sachen verpasst. Tschüss, eure Bilge!